Da. So, dieses Jahr lassen wir es richtig krachen, oder Moat, was meinst du? Ja, Lego lassen wir, ey. Ich habe extra bei uns zu Hause die Hausbar geplündert. Und hier habe ich erstmal 3 6er-Pack Wodka Red und tata, 4 Flaschen 07er Weißen. Ach du Scheiße, du nimmst das mit dem Abschießen ein wenig zu ernst, mein Bester. Aber keine Angst, ich stehe um nichts nach. Ach, das ist doch nur zum Vorwärmen, ey. Das wird unser erstes Silvester, was wir nicht in der Schenke verbringen, sondern mal unterm Sternenhimmel. Das ist alles nur Werners Schuld. Was muss der sich ja mit Egon anlegen? Und wir sind so irre und wollen Werner helfen und lassen uns damit reinziehen, Mann, in die Schlägerei. Und das Ende von der Geschichte ist Silvester Hausverbot in der Schenke. Ja, nee, das ist das Beste, was uns passieren konnte. So ein Scheiß. Ja, na und ich hab noch ein blaues dazu bekommen. Ein blaues Auge? Mensch, sieht man dir gar nicht an. Nee, Werner hat mich mit Egon verwechselt und zieht mir eine Flasche Blue Lagoon drüber. Krass, naja, dafür muss Werner ja die Böller holen. Mal sehen, mal gucken, der müsste gleich kommen. Wenn man vom Teufel spricht, Lenny, du lässt dich aber auch nicht lumpen. Hast ja extra 5 Flaschen Jägermeister mitgebracht und boah, das gute Gold, Apfel, klasse. Ja, warte, ich helfe dir beim Abladen, Mann. Einige Stunden und einige Flaschen Jägermeister später, kurz vor 0 Uhr. So, gleich ist es soweit. Ich quetsche schon mal hier diese kleinen, ihr wisst schon, diese Schiederböller zünden. Oh, Moat, das ist eine gute Idee. Ich zünd eine an. Warte mal, das dreht gut. Geil, das wird also ein Dreiergefecht. Ey, und nur Werner macht Betrug. Der hat 5 in der Hand und alle angezündet. Der macht Betrug. Los, drauf. Oh, Moat, das war knapp am linken Ohr vorbei, Mann, von Werner. Ha, nun hat er sicher einen Tunitus. Das sagt der Richtige. Deiner war auch haarscharf am rechten Ohr vorbei. Der hört sicher gar nichts mehr. Hey, der steht fest wie gemauert, der Alte. Ha, ich glaube, der hat einen Schock. Boah, ey, und gleich sind die doch abgebrannt. Ach, du Scheiße. Autsch, boah. Ist das neblig? Alles okay, Moat? Ja, ich sehe nur Werner nicht. Wo ist denn der? Hier vorne, da steht er. Wie ein Soldat. Total schwarz, ey. Wenn ich nicht besser wüsste, denke ich, wir wären in Südafrika. Was machen wir nun? Ich meine, nur hier rumstehen und zu sehen, wie Werner vor sich hin rauscht, das ist nicht das Optimale. Ja, und unser Alg ist auch dahin, Mann. Komm, lass uns in die Schenke gehen. Witzig, ey. Die lassen uns nie rein. Ach, du vergisst ja nicht den guten Rat zu Gysi ab, Mann. Und ich meinte, wenn dann, nur ohne Werner. Ach echt? Warum sagst du denn das erst jetzt? Naja, ich dachte, du hast das gehört. Egal, auf in die Schenke. Und Werner? Hey, lass ihn mal hier stehen, der verpasst eh nichts mehr. Ganz genau.